Hallo liebe Camper und herzlich willkommen vom Campingplatz Mjonjoy Camping in Vinje. Der Campingplatz liegt im zentralen Südnorwegen, direkt an einem idyllischen Fluss mit dem Namen Smørklepp. Von der Hauptstraße kommend biegt ihr in die Zufahrt des Campingplatzes ein und erledigt am Rezeptionsgebäude, das an ein kleines Hexenhäuschen erinnert, die Anmeldeformalitäten. Danach folgt ihr einem Kiesweg zu den Stellplätzen und passiert dabei den großen Müllcontainer, den man wohl nicht ungünstiger hätte platzieren können. Habt ihr diese Engstelle gemeistert, trennen euch nur noch wenige Meter vom Campinggelände. Auf diesem sehr naturbelassenen und parkähnlichen Campingplatz, der einem fast das Gefühl von Freistehen vermittelt, erwarten euch geschätzt rund 15 Stellplätze. Wir haben uns für einen Platz direkt am Flussufer mit toller Aussicht entschieden. Hier gibt es ausschließlich Wiesenuntergrund und keine Parzellierung. Manche Stellplätze haben sogar ihre eigene Lagerfeuerstelle. Nach längerem Suchen haben wir die Stromanschlüsse gefunden, die gut versteckt und kaum sichtbar an den Bäumen angebracht wurden. Strom wird pauschal abgerechnet, ihr braucht den Schuko-Stecker. Des Weiteren werden hier Holzhütten in verschiedener Größe und Ausführung als Mietunterkünfte angeboten. Im Keller dieses Holzverschlages wurden die Sanitäranlagen untergebracht. Hier findet ihr die Toiletten, die kostenfreien Duschen sowie die Waschgelegenheiten. Dieser Bereich war bei unserem Besuch ausgesprochen sauber und gepflegt. Im Einfahrtsbereich könnt ihr beim bereits angesprochenen Containerhindernis den Müll entsorgen. Eine Wohnmobil-Servicestation gibt es nicht. Im Rezeptionsgebäude wurde ein Café untergebracht und es gibt einen kleinen Gastgarten. Der Campingplatz verfügt über keine eigenen Freizeiteinrichtungen. Ihr könnt aber bei einem Spaziergang durch das Gelände eine alte und verfallene Mühle finden. Der Campingplatz eignet sich daher besonders für alle Ruhe- und Erholungssuchenden und lädt durch seine idyllische Lage zum Entspannen ein.